Dort ist im Willy-Brandt-Haus Erhard Schäfer für uns. Da tut sich einiges im Hintergrund. Die Blumen stehen schon bereit und die Gesichter sind vielleicht schon wieder etwas aufgehellter. Ja, das müssen wir mal abwarten. Noch sind die Gesichter nicht zu sehen und die Blumen stehen mutmaßlich hinter der Wand, die Sie im Hintergrund sehen. Es sind schon eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen da, Fotografen vor allem, aber auch einige Journalisten habe ich schon gesehen, die versuchen hier doch noch ein bisschen was zu erhaschen. Es wird ja gegen 10 Uhr ungefähr die bekannte Blumenübergabe geben. Da wird der Parteivorsitzende ein paar warme Worte richten an die Spitzenkandidatin aus dem Saarland, an Anke Rehlinger. Eine richtige Pressekonferenz macht die SPD heute mal wieder nicht. Das kommt nicht überall gut an, denn es sind ja doch eine ganze Reihe Fragen zu stellen, die man zwar im Einzelgespräch immer mal wieder stellen kann, aber auch dem Parteivorsitzenden wollten die Kollegen und Kolleginnen ja heute den noch sicher einiges fragen. Was wir an Stimmen bislang zusammenbekommen haben, das wollen wir Ihnen zuspielen. Und wir beginnen mit dem stellvertretenden Parteivorsitzenden Ralf Stegner, der ja auch Landesvorsitzender der SPD in Schleswig-Holstein ist, also derjenige, der die nächste Landtagswahl zu managen und zu verantworten hat. Er hat sich in seinem Eingangsstatement, das er hier draußen vor der Ankunft, bei der Ankunft am Willy-Brandt-Haus gegeben hat, vor allem mit der Wahlbeteiligung beschäftigt gestern. Also was die Wahlbeteiligung angeht, war es eine fröhliche Überraschung. Da hat auch Martin Schulz dazu beigetragen, dass mehr junge Leute wählen gehen. Und das hat ja dazu beigetragen, dass die Rechten nur knapp ins Parlament gekommen sind. Wir werden uns sehr anstrengen, dass wir in Kiel auch zeigen können, dass sie gar nicht reinkommen ins Parlament. Wir brauchen keine rechten Populisten in Parlamenten. Und wenn wir das schaffen in Kiel, dann wird das gut sein für Düsseldorf und auch für die Bundestagswahl. Dass Frau Kamm-Karrenbauer am Ende zugelegt hat, das haben wir in den letzten Jahren ja bei Landtagswahlen gesehen, wie bei Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz oder Herrn Kretschmann in Baden-Württemberg oder Erwin Sellering in Mecklenburg-Vorpommern. Da, wo es erfolgreiche Ministerpräsidenten gibt, legen die am Ende auch zu. Das ist schade für uns, hätten uns mehr gewünscht. Aber wenn man fair ist, muss man sagen, 2,5 Monate zurück, da lagen wir bei 24% im Saarland. Also der Schulz-Zug ist schon auch kräftig durch Saarland gefahren und wir sind knapp auf 30% gekommen. Zufriedenstellend ist das nicht, aber es ist jedenfalls deutlich besser, als wir vor 2,5 Monaten noch gedacht hatten. Wir haben auch in Nordrhein-Westfalen keine große Koalition und auch da eine erfolgreiche Ministerpräsidentin mit Hannelore Kraft. Ich glaube, was wir lernen müssen, ist, Stimmungen sind noch keine Stimmen. Wir müssen hart arbeiten, dass wir wirklich um jede Stimme kämpfen und den Menschen sagen, was die Alternativen sind. Die Alternative hieß im Saarland Große Koalition oder Rot-Rot, die gibt es in dieser Form nirgendwo in der Republik. Und unser Ziel ist es, in Kiel, in Düsseldorf die erfolgreichen Regierungskoalitionen zu verteidigen, im Bund stärkste Kraft zu werden und eine Mehrheit diesseits der Union zu schaffen. Das kann man schaffen. Schauen Sie, Frau Merkel hat die CSU an der Backe, das war im Saarland anders. Wir sind eine geschlossene Partei, das ist die Union in Berlin überhaupt nicht. Insofern wird der nächste Wahltag in Kiel in 6 Wochen deutlich fröhlicher werden für die SPD, da bin ich sicher. Der Einzige, der sich einen Koalitionswahlkampf der SPD wünscht, ist Frau Merkel. Nun sind wir nicht dafür da, die Wünsche von Frau Merkel zu erfüllen, sondern wir tun das, was klug für uns ist. Und das bedeutet, man kämpft bis zum Wahltag ausschließlich für die SPD. Und dann schaut man, und wenn der Wähler entschieden hat und die Wählerinnen und wir gut dastehen, dann werden sich andere nach uns richten müssen. Das ist das Ziel. Wir machen nicht das Geschäft kleiner Parteien, sondern wir kämpfen für uns selbst. Wir sind ja nicht zur Dummheit verpflichtet, auch wenn Herr Tauber sich das wünscht. Und das wird jetzt die Aufgabe der SPD-Spitzen im Bund und in den Ländern sein, das Ergebnis von gestern in der Deutung so zur Kenntnis zu nehmen, wie es tatsächlich gewesen ist, aber daraus dann wiederum Motivation zu schaffen für die nächsten Landtagswahlkämpfe, die anstehen. Ralf Stegner hat das ja schon mal vorgemacht. Kampfeslustig will man dann in die nächsten Wochen ziehen, um ja diese Delle, die es jetzt mutmaßlich geben könnte bei den Parteimitgliedern und bei den Wahlkämpfern, doch einigermaßen wieder auszugleichen. 6 Wochen sind nicht wirklich viel Zeit, aber wenn Sie sich anstrengen müssen in der nächsten Zeit. Heute um 10 Uhr hier wird das Präsidium zusammenkommen der SPD und da wird man dieses Ergebnis noch mal analysieren. Über Ursachen und Hintergründe dieses Ergebnisses habe ich gestern Abend hier im Willy-Brandt-Haus mit dem Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, mit Thomas Oppermann, gesprochen. Herr Oppermann, Anke Rehlinger wird nicht Ministerpräsidentin im Saarland. Beim Stand jetzt, in dem Moment, wo wir das Gespräch führen, hat die SPD sogar auch ein bisschen verloren im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Woran hat es gelegen? Das ist schade. Wir hatten eine tolle Aufholjagd. Wir haben 6% aufgeholt von Januar, aber das hat natürlich nicht gereicht, weil die Union in der Lage war, für Frau Kramp-Karrenbauer wirklich auch viele Nichtwähler zu mobilisieren. Offenkundig gab es im Saarland viele, die, sag mal, eine Regierung, in der ein Oscar Lafontaine wieder auch starken Einfluss hat, nicht wollten.
Das muss man so zur Kenntnis nehmen. Wir sehen auch ganz klar, wir werden nicht von einer Woge der Begeisterung ins Kanzleramt gespült im September, sondern wir werden hart kämpfen müssen. Das ist noch eine lange Strecke bis zur Bundestagswahl und wir müssen die Ärmel hochkrempeln. Viele Kommentatoren werden sagen, der Schulz-Effekt ist zumindest erstmal weg. Was bedeutet das für die Motivation der Partei? Das sehe ich anders. Es gibt nach wie vor den Schulz-Effekt, es gab aber auch einen Saarland-Effekt. Und dieser Saarland-Effekt war in erster Linie Frau Kramp-Karrenbauer, die als Ministerpräsidentin eine sehr gute Arbeit gemacht hatte in einer großen Koalition. Und von daher haben wir sowohl den Schulz-Effekt, aber auch andere Effekte, das muss man einfach sehen. Wir haben nach wie vor hochmotivierte Mitglieder und Anhänger, die die nächsten beiden Landtagswahlen erfolgreich gestalten wollen und die auch im September ganz klar richtig kämpfen ums Kanzleramt. Wird die Wechselstimmung, wird möglicherweise auch die Begeisterung für die SPD, die wir ja erlebt haben hier am 29. Januar, als Martin Schulz hier seine erste Rede gehalten hat, oder auch letzten Sonntag beim Parteitag, wird diese Stimmung überschätzt? Sieht die Wirklichkeit anders aus? Nein, wir haben eine hohe Motivation unserer Mitglieder, insbesondere der neu eingetretenen Mitglieder. Die kommen in Scharen und wollen Wahlkampf machen. Die wollen sich engagieren für die Verteidigung der Demokratie, für mehr Gerechtigkeit in Deutschland. Und das wird ein sehr positiver Effekt werden. Also wir bleiben auf Augenhöhe auf Bundesebene und es wird eine spannende Bundestagswahl. Aber trotzdem aufbauen ein bisschen müssen Sie trotzdem die Partei die nächsten Tage. Unbedingt. Die nächsten Landtagswahlergebnisse in Schleswig-Holstein und im NRW müssen auch deutlich besser werden als im Saarland. Davon gehe ich aber aus. Danke, Herr Oppermann. Und da sind wir wieder beim Thema Motivation und Stimmung. Und wenn wir uns gleich mal ein bisschen umschauen, hier im Atrium des Willy-Brandt-Hauses ist es jetzt doch ein klein wenig lebendiger geworden. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind rausgekommen aus ihren Büros und sind ja auch traditionell immer dabei, wenn es die schon mehrfach erwähnte traditionelle Blumenübergabe an die Spitzenkandidatin aus der gestrigen Landtagswahl gibt. Rotrosen und Gerbera, das sind die bekannten Sträuße, die hier immer gebunden werden bei diesen Gelegenheiten. Es wird der erste Auftritt von Martin Schulz nach einer Wahl hier im Willy-Brandt-Haus sein, an einem Montag zumindest. Gestern ist er ja auch schon um 6:45 an das Mikrofon hier getreten. Er war relativ enttäuscht, das war erkennbar, das war ersichtlich, hat auch nicht lange gezögert, Annegret Kramp-Karrenbauer zu diesem Wahlsieg zu gratulieren. Und auch einzuräumen, dass die SPD sich doch deutlich mehr erhofft hatte bei der Landtagswahl im Saarland als das, was dann schließlich dabei rausgekommen ist. Sicherlich kein guter Tag oder zumindest hat er gesagt, einer der weniger guten Tage. Und jetzt müsse man doch zeigen, jetzt müsse man kämpfen für in den nächsten Landtagswahlen. Ja, wie gesagt, die beiden sind für circa 10 Uhr angekündigt. Das ist selten pünktlich auf die Minute. Deswegen sehen wir schon mal auf jeden Fall das Pult, an dem die beiden dann hier auftreten werden. Es werden dann sicher auch wieder Mitglieder aus der Parteispitze dabei sein. Im Moment gibt es keine erkennbaren Signale, dass sich direkt schon was tut, denn die Mitglieder der Parteispitze kommen aus einem anderen und für uns im Moment nicht ganz ersichtlichen Aufzug oder einsehbaren Aufzug, nämlich hinter der roten Wand, die Sie da gerade sehen. Wir können ja noch ein bisschen noch mal zurückgucken auf das, was gestern Martin Schulz hier gesagt hat. Er hat eingeräumt, dass das Ziel gestern, das Wahlziel, nicht erreicht worden sei. Aber das eigentliche Wahlziel, sein eigentliches Wahlziel, sei ja auch der Regierungswechsel in der Bundesrepublik. Und das sei, auch das schon mehrfach zitiert, eben ein Langstreckenlauf und kein Sprint. Soll heißen, man hat da noch eine ganze Weile vor sich und auch eine ganze Weile noch zu kämpfen. Und man wird auch noch eine Menge tun müssen, um dann dieses gewünschte Ergebnis zu erreichen. Und man wird sich möglicherweise auch Gedanken machen müssen, über die Feinjustierung des Wahlkampfes. Denn eines der Ergebnisse, das ja gestern die Kollegen der ARD ermittelt haben, war, dass da bestimmte Punkte nicht ganz so deckungsgleich sind. Dass beispielsweise, denn die SPD sagt, das Thema soziale Gerechtigkeit sehr stark in den Vordergrund rückt, dass die Wahrnehmung bei den Wählerinnen und Wählern dann doch eine andere ist, die sich zwar auch soziale Gerechtigkeit und mehr Gerechtigkeit wünschen, aber sie sich gar nicht ungerecht behandelt fühlen in diesem Land. Und diese Punkte wird man dann bis zu den nächsten Wahlen und spätestens bis zur Bundestagswahl dann auch enger und näher zusammenbringen müssen.
Ein sicherlich positiver Aspekt des gestrigen Tages, der gestrigen Wahl im Saarland, die Wahlbeteiligung. Fast 70% sind es diesmal gewesen. Das heißt, und auch das hat Martin Schulz gestern Abend gesagt, hier im Willy-Brandt-Haus, offensichtlich ist es gelungen, die Menschen wieder zu mobilisieren. Und er hat dann gesagt, die Feinde der Demokratie sind von zweistellig auf einen Bereich um die 6% gerückt. Das ist gestern hier auch mit Applaus bedacht worden im Atrium des Willy-Brandt-Hauses. Bei den Gästen, die da gewesen sind, die dann ja doch nicht ganz so dolle gefeiert haben, wie sie sich das eigentlich gewünscht hätten. Jetzt verdichtet sich so langsam das Bild, das wir Ihnen zeigen können. Das nährt ein wenig die Hoffnung, dass sich vielleicht in den nächsten ein, zwei Minuten doch was tut. Wir versuchen noch mal ein klein wenig da hinzuarbeiten, auch zu gucken an die Reaktionen gestern. Eines dürfte die Partei im Moment am meisten beschäftigen, und das, so hat es gestern einer gesagt, der sich damit auskennt innerhalb der Partei, das wird sein, dass die Kommentare, die es gestern und heute gegen wird und die nächsten Tage, nämlich, dass dieser Schulz-Effekt verpufft sei. Da werden sie gegen ankämpfen müssen, sagt zumindest die SPD, und das wird das Schwierigste sein, denn an sich und insgesamt ist die Motivation doch gar nicht so schlecht und erheblich besser geworden. Man hat es ja in den vergangenen zwei Monaten gesehen. Jetzt hören Sie den Applaus und Sie sehen im Hintergrund auch die Protagonisten der Veranstaltung. Martin Schulz in der Mitte, dann Heiko Maas, der Landesvorsitzende der SPD im Saarland, ist schon zur Seite gegangen. Ralf Stegner sehen wir auch. Anke Rehlinger, die Spitzenkandidatin aus dem Saarland, der Martin Schulz jetzt direkt applaudiert. Generalsekretärin Barley, der Fraktionsvorsitzende Oppermann, und es geht vorne los. Guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen im Willy-Brandt-Haus. Guten Morgen, Anke Rehlinger und Heiko Maas, unsere Spitzenkandidatin, unser Landesvorsitzender im Saarland. Wir sind dankbar, dass Sie alle, unsere Spitzenkandidatin, heute Morgen, an einem Tag, an dem wir nach vorne schauen, mit freundlichem Beifall empfangen haben. Denn der Beifall gilt zwei Dingen: einem wunderbaren und einem engagierten Wahlkampf, den Anke Rehlinger auf der Grundlage unseres Programms im Saarland hingelegt hat, der nicht das Ergebnis gebracht hat, das wir uns gewünscht haben. Aber zu Anke Rehlinger gab es im Saarland eine große Zustimmung, auch in der Bevölkerung. Und ich will mich heute Morgen im Namen der gesamten SPD bei unserer Spitzenkandidatin und beim Landesverband bedanken für diesen Wahlkampf, der hart war und der nicht das Ergebnis gebracht hat, das wir uns gewünscht hätten, aber der die saarländische SPD mit einem Auftrag ausgestattet hat, jetzt mit Zuversicht in die nächste Wahlperiode zu gehen und das Land gut mitzuregieren. Dafür wünschen wir von ganzem Herzen viel Erfolg. Der andere Aspekt ist, wir haben in den letzten Wochen zugelegt, auch im Saarland, und wir schauen nach vorne. Die SPD wird ihren Blick richten, auch in der sehr nüchternen Analyse des Ergebnisses. Nüchterne Analyse heißt, dass wir alle Vor- und Nachteile und alle Pro- und Kontras eines solchen Wahlkampfs heute Morgen in unseren Gremien analysieren werden und die notwendigen Schlussfolgerungen für die vor uns liegenden Wahlkämpfe daraus ziehen werden. Das sind die Wahlkämpfe in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen, wo wir mit zwei hervorragenden Amtsinhabern in einen Wahlkampf gehen, den wir dort gewinnen werden. Und die SPD geht deshalb weiterhin mit großer Zuversicht in die nächsten Wochen. Und wir haben deshalb allen zu danken, die gekämpft haben im Saarland und die weiterkämpfen werden. Denn ich habe das gestern gesagt und wiederhole das heute Morgen: Wahlkämpfe sind Dauerläufe und keine Sprints. Und wir haben einen richtig guten, langen Atem. Das an die Adresse all derjenigen, die sich heute freuen, aus ihrer Sicht verständlich, aber die sich nicht zu früh freuen sollten. Jedenfalls unseren herzlichen Dank an Anke Rehlinger. Aha.
Ich habe schon die ganze Zeit gewartet, dass mir der Blumenstrauß gegeben wird. Die ganze Zeit weitergeredet, weil er nicht kam. Jetzt ist er da, der obligatorische, mit den notwendigen roten Rosen. Anke, vielen Dank und nochmal. Wir sind stolz auf dich. Dankeschön. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen, liebe Genossen, in der Tat, wir haben nicht ganz das Ergebnis im Gepäck gehabt, das wir uns gewünscht haben. Aber ich glaube, Ergebnisse muss man sicherlich auch immer im Lichte einer längeren Entwicklung sehen. Und dazu gehört eben auch, dass wir Anfang des Jahres mal gestartet sind mit einem Umfragewert von 24% für die SPD. Wir sind jetzt gestern Abend in etwa noch mal in dem Bereich gelandet, den wir auch bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2012 hatten. Zwischenzeitlich war es uns sogar in den Umfragen gelungen, mal um 10% gegenüber diesen 24% auch zuzulegen. Das hat zumindest gezeigt, wo die Möglichkeiten und Potenziale auch sind. Am Ende des Tages waren es dann immerhin noch mal knapp 30%, die wir erreichen konnten. Das ist sicherlich auch dank der Unterstützung derer, die bei uns im Saarland waren und uns mitgeholfen haben, gelungen. Aber es ist natürlich vor allem gelungen, weil die Partei viel, viel gelaufen ist, ein großes Engagement gezeigt hat, eine großartige Geschlossenheit an den Tag gelegt hat. Und deshalb an der Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an diejenigen, die uns von hier aus, vom Willy-Brandt-Haus dabei unterstützt haben, aber auch von hier aus zurück in das Saarland. Ein herzliches Dankeschön an die Genossinnen und Genossen. Das war ein toller Wahlkampf. Wir werden das Ergebnis sicherlich sehr, sehr ernsthaft analysieren. Aber an einem hat es nicht gelegen, an unseren Mitgliedern. Und deshalb an die ein großes Kompliment und ein herzliches Dankeschön. Es hat echt Spaß gemacht, Wahlkampf im Saarland zu machen. Bei der Frage, warum ist nicht ganz das rausgekommen, was wir uns vorgenommen haben, hat sicherlich der Umstand, dass der Amtsinhaberbonus wie in vielen vorangegangenen Wahlen auch eine durchaus große Rolle gespielt. Das haben wir erleben können in Baden-Württemberg. Das haben wir mit dem ganz herausragenden Ergebnis von Malu Dreyer auch in Rheinland-Pfalz erleben dürfen. Und auch wenn es bei uns an dieser Stelle jetzt nicht zu unseren Gunsten gelaufen ist, so finde ich, ist das doch Motivation. Und auch ein Grund für Zuversicht und Mut für die nächsten anstehenden Landtagswahlen. Denn da gehen wir mit dem Amtsinhaber in das Rennen, mit Thorsten Albig in Schleswig-Holstein und mit Hannelore Kraft in Nordrhein-Westfalen. Und die haben hervorragende Voraussetzungen. Und deshalb finde ich, schade für uns, aber große Hoffnung für Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Und wir drücken Ihnen ganz, ganz fest die Daumen, dass das ein hervorragendes Ergebnis in beiden Bundesländern wird, damit noch mal der richtige Schub gegeben wird für die Bundestagswahl am 24. September hier bei uns im Land. Wenn das so ist mit dem Amtsinhaberbonus, dann ist das, glaube ich, auch der richtige Zeitpunkt. Und das habe ich gestern auch getan, wie das nun mal so ist, auch in einem politischen Wettbewerb an der Stelle auch der Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer für ihr Ergebnis zu gratulieren. Es ist sicherlich ein großer Erfolg für Sie persönlich, aber auch für die CDU Saar. Wir haben 2012, wie ich finde, zu Recht entschieden, in die Große Koalition zu gehen. Die Große Koalition hatte einen extrem hohen Zuspruch. Wir nehmen für uns in Anspruch, mit unserer guten Arbeit dort auch einen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass die Zufriedenheit mit der Großen Koalition eben so groß war, dass die Saarländerinnen und Saarländer ja das am dringlichsten eigentlich sich gewünscht haben, nämlich die Fortsetzung der Großen Koalition. Insofern warten wir jetzt ab. Es ist an der CDU, die Gespräche mit uns an der Stelle auch aufzunehmen. Wir haben 2012, aber auch die ganzen 5 Jahre hindurch Verantwortung gezeigt für dieses Land. Wir haben uns immer vor allem darum gekümmert, dass die Eigenständigkeit dieses Landes
gesichert werden kann. Das ist eine Aufgabe, die ist noch nicht ganz erledigt. Die wird uns mindestens auch in den nächsten 5 Jahren so intensiv beschäftigen wie in den vergangenen 5 Jahren. Und die SPD wird dort ihre Rolle genauso einnehmen wie in den letzten 5 Jahren. Wir kümmern uns darum, dass es im Land vorangeht. Die richtigen Inhalte, soziale Gerechtigkeit, vor allem Bildungsgerechtigkeit, haben uns im Landtagswahlkampf umgetrieben. Das wird auch das sein, was wir dann gegebenenfalls in den Koalitionsverhandlungen wieder in den Vordergrund auch stellen, damit die Menschen im Saarland wissen, dass es in Zukunft gerecht und fair zugeht. In diesem Sinne, da darf ich mich noch mal herzlich bedanken für die Unterstützung. Und wir werden zurückgehen ins Saarland und werden unsere Arbeit erledigen, so wie wir das in den letzten 5 Jahren auch gemacht haben. Auf die Sozialdemokratie im Saarland ist Verlass. Herzlichen Dank und Glück auf. Vielen Dank. Wir haben Zeit für 3 kurze Fragen. Die erste hat Herr Braune. Herr Schulz, Frau Rehlinger hat gerade gesagt, die Menschen im Saarland wollten die Große Koalition behalten. Offensichtlich war die Angst vor Oskar Lafontaine und einer Regierungsbeteiligung der Linkspartei sehr groß. Was heißt das für Sie jetzt für den Bundestagswahlkampf? Werden Sie die Linke künftig mit spitzeren Fingern anfassen? Ich glaube, dass das Saarland bezogen auf die Partei Die Linke eine besondere Situation hat, die sich auf kein anderes Bundesland und schon mal gar nicht auf die gesamte Republik übertragen lässt. Dabei spielt ganz sicher der Kollege, den Sie gerade genannt haben, regionalspezifisch eine besondere Rolle. Deshalb Rückschlüsse auf die gesamte Republik zu ziehen, wäre falsch. Herr Sattar, bitte. Herr Schulz, eine Frage zu Ihrem Gerechtigkeitswahlkampf. Was bedeutet das Wahlergebnis für Ihren Wahlkampf, wenn 80% der Leute sagen, dem Land und mir persönlich geht's gut? Und zum Thema Amtsinhaberbonus, glauben Sie, dass Angela Merkel gestern einen Rotkäppchensekt getrunken hat? Es gibt ein Datum, das ich gesehen habe im Saarland. Das entspricht in etwa dem, was Sie in Ihrer Frage aufgeworfen haben. Ich kenne allerdings die Umfragelage ähnlich wie Sie selbst, da Sie ein aufmerksamer Beobachter sind in der gesamten Republik. Und da sind die Zahlen erstaunlicherweise anders. Insofern sind die Schlussfolgerungen, die wir dafür für den Bundestagswahlkampf ziehen, die ich in meinen Reden vorgetragen habe. Eine überwältigende Mehrheit der Menschen in diesem Lande sagt, mir persönlich geht's gut, aber in dieser Gesellschaft insgesamt geht's nicht gerecht zu. Und deshalb gibt es doch meiner Meinung nach nach wie vor die Fragen zu beantworten, warum das eigentlich so ist, dass Menschen ihre eigene Lebenslage gut finden, aber Angst davor haben, dass die Gesellschaft insgesamt sich in eine falsche Richtung entwickelt. Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung vor wenigen Tagen ja vorgestellt, bestätigt diese Zahlen eindrucksvoll. Über die Trinkgewohnheiten der Vorsitzenden der CDU mache ich mir ehrlich gesagt wenig Gedanken. Die letzte Frage da vorne, bitte. Herr Schulz, Sie haben eben gesagt, man müsse, Sie werden jetzt die notwendigen Schlussfolgerungen aus dem Ergebnis im Saarland ziehen. Inwiefern gehört dazu auch, dass man sich sozusagen strategisch überlegen muss, wie eben mit der potenziellen rot-rot-grünen Bundesregierung oder einer rot-rot-grünen Koalition im Wahlkampf umzugehen sei, da es eben jetzt im Saarland doch zumindest Anzeichen dafür gibt, dass die Wähler da eine gewisse Skepsis gegenüber haben? Vor allem in den westdeutschen Bundesländern möglicherweise. Sie wissen ja, dass ich absolut kein Freund von ritualisierten Antworten bin. Deshalb ganz klar, das Spiel läuft immer gleich. Die Partei, die gerade die Landtagswahl gewonnen hat, sagt, das ist der Auftakt für die Bundestagswahl und vice versa. Insofern glaube ich, dass Rückschlüsse aus Landtagswahlen auf die gesamte Republik immer nur bedingt möglich sind. Und deshalb verweise ich auf meine Antwort, die ich an Herrn Braune gegeben habe. Das Saarland hat, was die Partei Die Linke angeht, eine sehr spezifische Situation, die ganz sicher etwas mit dem Mitbegründer dieser Partei, der ja aus dem Saarland stammt, Herrn Lafontaine, zu tun hat. Deshalb die besonderen spezifischen Voraussetzungen an der Saar. In keinem anderen westdeutschen Bundesland kommt Die Linke auch nur annähernd auf die Ergebnisse, die sie an der Saar hat. Daraus Rückschlüsse zu ziehen, wäre ja nicht nur falsch, sondern auch fahrlässig. Denn in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein, den beiden nächsten Landtagswahlen,
die möglicherweise schon eher einen Rückschluss auf den Bund zulassen, aber meiner Meinung nach auch nicht als Bundestagswahlen interpretiert werden können. Dort ist die Partei Die Linke nach den jetzigen Umfragen in keinem der beiden Landtage vertreten. Deshalb glaube ich, ist das ein sehr saarspezifisches Phänomen. Vielen Dank. Und dann sind ja doch noch drei Fragen zugelassen worden hier bei der Blumenzeremonie im Willy-Brandt-Haus der Traditionellen nach einer Landtagswahl und drei Fragen an Martin Schulz gerichtet worden, der immer noch nicht so richtig fröhlich ausgeschaut hat, wenn man das vergleicht mit den Bildern, die wir kennen, beispielsweise von vor einer Woche beim außerordentlichen Parteitag der SPD und auch von vor gut zwei Monaten hier im Willy-Brandt-Haus, als er seine erste Reden gehalten hat, als er designierter Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat gewesen ist. Welche Parole hat er ausgegeben? Wir wollen es noch mal ganz kurz zusammenfassen. Er hat sich natürlich bedankt bei den Wahlkämpfern, hat aber dann auch gleich wieder Zuversicht geweckt oder versucht zu wecken für die nächsten Wahlen, die anstehen. Und er sagt, die sich freuen, die freuen sich heute zwar zu Recht, aber hinsichtlich der Bundestagswahl sollten sie sich nicht zu früh freuen. Da ist durchaus was Wahres dran und das gilt natürlich für alle Richtungen, die man sich in diesem Zusammenhang vorstellen kann. Denn wer hätte denn tatsächlich vor gut zwei Monaten gedacht, dass die SPD in den Umfragen auf Bundesebene tatsächlich so dasteht, wie sie heute dasteht? Und die Partei selbst hat noch mal betont, selbst im Saarland hat es vor kurzem noch sehr viel schlechter ausgesehen als das, was dann gestern als Ergebnis herausgekommen ist. Also insofern versucht man hier noch ein bisschen was zu retten vom Schulz-Effekt, vom Schulz-Zug, wie es ja in den vergangenen Wochen auch immer wieder beschrieben worden ist. Anke Rehlinger haben wir gehört, die Spitzenkandidatin der Saar-SPD, die ja bislang gewesen ist, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr und auch noch Vize-Ministerpräsidentin, stellvertretende Ministerpräsidentin. Das wird sie. Ich glaube, so weit können wir in die Zukunft schauen, mutmaßlich auch bleiben, denn die Große Koalition im Saarland wird ja wohl weitermachen, auch wenn man jetzt in den nächsten Tagen erst noch mal in Gespräche und in Verhandlungen geht und dann sicher auch einen neuen Koalitionsvertrag schließen wird. Ja, das war's für heute von hier, von der SPD, mit Reaktionen auf die Landtagswahl im Saarland. Eine Pressekonferenz, wie sie hin und wieder gegeben hat, nochmal um die Mittagszeit, auch an Tagen wie diesem, wie heute, wird es heute nicht mehr geben. Deswegen sagen wir an dieser Stelle erstmal zurück zu Stefan Kuhle.